So, wir haben die guten alten Folk Friends Busuis wieder neu aufgelegt. Das Instrument ist vollmassiv aus Ahorn. Ahornboden und Zargen, vollmassiv. Massive Fichtendecke, eine tolle Abalone-Rosette. Das Instrument ist sehr stabil gebaut. Stabil gebaut heißt relativ dicke Decke. Das ist deswegen, damit es mitten kriegt. Das Ganze haben wir kompensiert durch sehr starke Saiten. Die Saiten haben wir zusammen mit Pyramid, mit dem Saitenhersteller, für dieses Instrument tatsächlich entwickelt. Wir haben 8 oder 10 verschiedene Saitensätze durchprobiert und Varianten und haben jetzt hier sehr, sehr starke Saiten drauf. Und das Tolle ist, das Instrument hält das aus. Dadurch wird das sehr mittig, geht total nach vorne und ist trotzdem irre laut. Und dadurch, dass die Saiten so hart sind, kann man sehr, sehr flach übers Griffbrett gehen. Das heißt, man kann auch sehr, sehr gut schnell spielen auf diesem Instrument und Triolen und all das. Naja, wie klingt das Ganze? Der Grund, weswegen das toll ist, dass das Instrument so mittig ist, ist, dass es sich im Solospiel viel besser durchsetzt als diejenigen, die sozusagen etwas weicher gebaut sind. Ich führe das einmal vor. Ich habe vorhin mit Volker zusammen ein kleines Soundsnippet aufgenommen, also zwei unterschiedliche Instrumente mit Gitarre dazu. Und da hört man, dass die Melodielinien auf diesem Instrument deutlich besser zum Tragen kommen. In diesem Instrument haben wir einen Tonabnehmer verbaut. Es gibt das Ganze natürlich auch ohne Tonabnehmer. Für diejenigen, die es mit Tonabnehmer haben wollen, haben wir hier diesen Fishman Precis. Das ist mit eingebautem Stimmgerät. Das ist ein aktiver Pickup mit einem Phasenschalter auch noch zusätzlich. Erwähnenswert ist auch noch, dass das Instrument von unserem Gitarrenbaumeister spielfertig eingestellt wird und dass halt deswegen auch die Bundreinheit wirklich überall auf dem Griffbrett gegeben ist und da sozusagen nichts schnarrt. Sogar hier oben. Durch diese sehr harte Bauweise ist noch ein Effekt, wo man diese Obertöne richtig merkt, wenn man so Dead Notes spielt. Dann steht der Oberton da drin total lange. Das heißt, man kriegt so richtig die... diesen silbrigen Klang mit dem Instrument hin. Ja, unten haben wir einen Saitenhalter verwendet, der gegossen ist. Dieser gegossene Saitenhalter sorgt nochmal zusätzlich für eine Verstärkung der Mitten und Höhen. Weil man da unten, wenn man auf das Instrument unten Gewicht draufbringt, das genau diesen Effekt hat. Bei F-Mandolinen macht man das auch und bei der Konzertgitarre hat man unten so diesen Klotz, der relativ stark gebaut wird, sozusagen um D- und G-Seite. Hervorzuheben. Das haben wir hier nicht gemacht, weil das würde bei dem kleinen Korpus zulasten der Lautstärke gehen. Deswegen haben wir hier Gewicht einfach von außen aufgebracht. Naja, und insgesamt ist das ein großer Spaß, wie ich finde. Naja.